ihr Lieben, heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir einen... Wir bauen mal einen Karton. Nee, wir haben zwar einen Karton gebastelt, aber der ist jetzt nicht das eigentliche. Innen drin haben wir ein Schachspiel verstaut. Dafür sollte der Karton sein. Als Verpackung. Als Verpackung. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt ein paar Minuten dran und wir zeigen es euch. Im Laufe des Sommers hatten wir verschiedene Schachbretter für uns gegossen aus Beton, aus Harz und aus Keramik. Und um diese Schachbretter jetzt auch mal irgendwie verstauen zu können, man will die ja vielleicht nicht die ganze Zeit in der Wohnung stehen haben, habe ich mir gedacht, braucht man auch einen Karton dafür, eine Kiste, wo man die sicher verstauen kann. Und da es dafür keine Kisten zu kaufen gibt, muss man sich die natürlich selber bauen. Dafür habe ich mir ein paar verschiedene Pappen zugeschnitten. Erstmal die Grundplatte und die verstärke ich dann auch immer noch, die Pappstücke, indem ich sie doppelt lege, damit, weil Beton und Harz ist ja natürlich auch ein bisschen schwer, damit die Masse dann auch gehalten wird, also das Gewicht gehalten werden kann. Ich habe jetzt für mein Schachbrett aus Beton oder aus Gießharz eine Größe von 50 x 50 cm gewählt, weil das Brett an sich schon 48 x 48 cm hat. Also müssen wir ein bisschen Platz haben, um das Brett da auch reinzumachen. Und als erste Amtshandlung müssen wir dann natürlich sämtliche Platten, die ich mir jetzt zugeschnitten habe, erstmal verkleben und dann richtig beschweren, damit die auch schön aneinander gepresst werden, um sich richtig zu verbinden. Da braucht man einfach einen Bastelkleber oder Holzleim, was ihr gerade zur Hand habt. Den Kleber verstreiche ich mir dann jetzt immer schön auf den Platten und vor allem dann auch den Rand richtig, damit am Rand das alles wirklich gut zusammenklebt. Der Rand muss speziell nochmal behandelt werden. Da muss überall richtig am Rand was sein. So, bei so großen Flächen dauert es natürlich alles eine Weile, das einzustreichen. Aber hilft alles nicht, was Mutter hat. Und dann kann die zweite Platte schön passgerecht draufgelegt werden. Und dann müssen wir da was Schweres drauflegen, damit die Teile sich richtig schön verbinden können. Für meine Seitenwände habe ich mir dann auch schon Pappe zurechtgeschnitten. Das ist jetzt immer 50 cm Länge und 10 cm Höhe, damit hier nachher die Schachfiguren Platz finden in der Höhe und auch das Brett sich da noch mit einfügen kann. Machst du auch Doppelplast oder was? Und auch Pappe. Die, ja, damit die Ränder, also die Außenwände schön stabil sind, werden die jetzt auch doppelt verklebt. Soll ja alles ein bisschen stabil sein. Und so ein einfacher Pappkarton, da habe ich immer Angst, dass das nicht hält. Nicht die Menge trägt an Beton oder an Harz, die da eben verarbeitet worden ist bei den Spielen. So, und dann werden auch hier die beiden Teile immer gut miteinander verklebt, die ich jetzt hier so ausgeschnitten hatte. Und da müssen jetzt auch wieder Bücher drauf, damit die sich schön anlegen. Das muss ich jetzt viermal machen, oder? Da muss ich jetzt viermal die Seitenteile so kleben. Wir haben unsere Pappen jetzt, ich glaube, zwei Tage locker unter dicken, fetten Büchern zusammengepresst. Und dann kann man die jetzt weiter verarbeiten. Die Platte, die Bodenplatte ist schön zusammengeklebt, die Wände halt auch. Und jetzt muss man sich daraus einen Karton, eine Kiste zaubern. Und das wird natürlich jetzt auch wieder mit Heißkleber gemacht. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig arbeiten oder eben genauer arbeiten. Jetzt brauche ich erstmal Heißkleber ohne Ende. Vorsichtig die Wände jetzt aufbauen. Und so machen wir das jetzt einmal ringsrum. Der Karton braucht ja auch einen Deckel, damit man das Schachspiel da richtig schön reinmachen kann. Und ich hatte mir die Teile ja einfach so vorher, ich habe das alles nicht richtig gemessen, ich mache das immer so nach Augenmaß und habe mir den Deckel dafür zurechtgeschnitten und habe jetzt hier ein bisschen zu viel abgeschnitten, kriegt das also nicht mehr richtig zusammengeklebt. Aber man kann alles ausbessern
Und deswegen habe ich mir jetzt hier nochmal solche Streifen geschnitten, die ich mir jetzt über die Ecke lege. Ist auch nicht schlimm, sieht es nachher aus wie genietet. So will ich das ja auch alles irgendwie haben. Und setze mir die Teile dann ja jetzt halt mit drauf. Kein Problem. Damit es dann trotzdem einigermaßen gleichmäßig an den Ecken aussieht, knicke ich mir die immer so in der Hälfte zusammen, damit ich es genau mittig hier an die Ecke dann ansetzen kann. Da kommt dann auch einfach wieder Heißkleber drauf und dann wird die Ecke angesetzt. Und schon hat man die eine Seite vom Karton geschlossen. Und so mache ich es mit allen vier Ecken und dann passt es. Da die Kiste nachher wie genietet aussehen soll, klebe ich jetzt hier ab und zu auch nochmal ein Stück Pappe irgendwo hin, wo ich denke, ach, da könnte nochmal ein Stückchen sein. Und da kommen dann nachher so kleine Nietpunkte drauf und dann sieht das nachher wirklich aus wie eine Metallkiste, die irgendwie zusammengenietet worden ist. Hoffe ich. Immer wenn ich mal irgendwo ein bisschen Keramik oder irgendwas über hatte, dann habe ich mir gleich solche Embellis gegossen. Da hatte ich euch schon mehrmals gezeigt, wie man sich Formen baut oder ja, einfach die Teile gießen kann. Und davon habe ich jetzt einen ganzen Schwung. Und das nehme ich dann immer, wenn ich irgendwas dekorieren möchte, dann habe ich die Teile eben liegen und kann die aufkleben dahin, wo ich sie hinhaben möchte, als Deko halt. Da wird sowas dann immer wieder verarbeitet, macht eine schöne Zierde auf allen möglichen Sachen. Ganz egal, was man für Kisten oder sowas baut. Und jetzt wird erstmal dekoriert noch und dann kann die Kiste nachher auch gestrichen werden. Um jetzt die richtige Einteilung für die ganzen Figuren zu bekommen, habe ich mir gedacht, ja, man könnte sich jetzt die Mühe machen, das alles auszumessen und was weiß ich. Ich habe mir gedacht, ich lege die einfach alle erstmal rein, um zu sehen, ob überhaupt genügend Platz dafür da ist und baue danach dann die ganzen Fächer, genau. Dass man das genau weiß, erstmal sieht, ob überhaupt der Platz reicht. So, und jetzt kann man jetzt mache ich erstmal vier so eine länglichen, also vier einzelne Fächer und dann mache ich die Abteilung für jedes einzelne. Das klebe ich dann jetzt mit Heißkleber fest, damit jeder sein eigenes Fach hat, damit man das auch mal transportieren kann oder eben sicher verstauen. So, und wenn jetzt die großen Fächer einmal eingebaut sind, dann können die ganzen einzelnen kleinen. Ich habe mir jetzt überall aufgemalt, wo ich eine Trennung zwischenmachen muss, damit überall dann nachher die Figuren reinpassen. Und das wird jetzt Schritt für Schritt jedes einzelne Fach gebastelt. Weißt du denn nachher, wo welche Figur rein muss? Ja, ich habe oben mit den Bauern angefangen. Ach, wird schon passen. Hier unten sind für die Springer. Also man sieht das schon. Wenn nicht, wird Platz gemacht, ja. Meine Kisten oder einzelnen Abteilungen hier sind fertig eingeklebt. Und dann habe ich mir gedacht, ich streiche das ganze Teil einfach in Braun. Das ist jetzt eine einfache braune Acrylfarbe. Ist alles eine Sisyphusarbeit, jetzt jeden einzelnen einzelne Abteilung hier auszumalen. Aber wat mut, dat mut. Wer Langeweile hat. Ja, wer Langeweile hat, der macht sich Arbeit. Meine Pappkiste ist dann jetzt fertig gestrichen und ich finde immer so ein bisschen Farbe macht schon aus einer Pappe gleich ein ganz anderes Bild. Und da das jetzt nicht einfach nur so in Pappoptik bleiben sollte, ich habe solche Schablonen, ja, Steampunk-Style sagt man immer dazu, dass das alles ein bisschen aussieht wie genietet und geheftet und aus Metall. Und diese Schablonen übertrage ich mir jetzt hier auf den Rand noch, verschiedene Abschnitte von den Schablonen immer. Und dafür gibt es so eine metallische Strukturpaste. Ich hatte euch ja schon mal gezeigt, man hätte das jetzt einfach ganz zu Anfang in Weiß einfach drauf spachteln können, dann überstreichen und dann ein bisschen mit so einer silbernen Acrylfarbe drüber wischen. Ich wollte dieses Mal eine andere Variante ausprobieren. Es gibt ja diese metallischen Strukturpasten. Und deswegen spachtel ich das jetzt gleich in metallisch drauf. Und dann braucht man das halt nicht nochmal übermalen oder sowas. Dafür nimmt man dann seine Schablonen und streicht da einfach diese Strukturpaste drüber. Und dann hat man gleich den metallischen Effekt, ohne da jetzt noch mit Farben arbeiten zu müssen.
weil diese Paste ja schon gleich metallisch ist. So, wenn man das jetzt abnimmt, hat man eben gleich so eine metallischen Ornamente drauf. Finde ich genial. Und so mache ich jetzt den ganzen Karton von außen. So sieht dann meine Kiste jetzt erstmal ringsrum fertig gestaltet aus. Ich habe jetzt, wie gesagt, alle vier Seiten so gemacht. Jetzt muss das wieder in Ruhe trocknen. In der Zeit können wir uns schon wieder einer anderen Sache widmen, dem Deckel. Bei dem Deckel ist jetzt auch alles getrocknet, was ich aufgeklebt habe. Den hatte ich jetzt auch mit der Farbe gestaltet. Und jetzt wird hier diese Wischtechnik gemacht, die ich schon bei vielen Bildern gezeigt habe. Da wird jetzt einfach silberne Acrylfarbe drüber gewischt und schon sieht das ganze Teil metallisch aus und nicht mehr nach Pappe. Hier seht ihr jetzt nochmal die Farbe, die ich verwendet habe. Lukas Kryl Studio, das ist eine ganz normale Acrylfarbe, halt in Metallic. Und jetzt ist mein Deckel fertig und jetzt können wir wieder weitermachen an der Kiste. Da können jetzt die Schachfiguren denn rein. Jetzt schneide ich mir erstmal dafür Sachen zurecht. Damit die Figuren jetzt immer mal ein bisschen geschützter liegen als so in der Pappe, habe ich mir gedacht, ich schneide so ein bisschen Stoff aus, mache das in die, erstmal in die Kisten hier rein. Dann schützt der Stoff ein bisschen die Figur und so liegen die Figuren dann sicher. Und so kann ich dann jetzt jede einzelne Figur hier in ihre fertige Kiste reinpacken, die extra ja für die Figur gemacht worden ist. Und dann liegt sie relativ hoch und trocken und ein bisschen geschützt. Damit die ganze Kiste dann jetzt auch noch ein bisschen vor Abrieb geschützt ist, ziehe ich noch so einen Klarlack drüber. Das ist jetzt hier von Weber Decor und der ist matt. Dann kommt dieses matt glänzende wieder nachher zum Vorschein. Damit wird jetzt alles eingestrichen und das schützt wirklich die Farbe nachher. Das ist ein ganz toller Lack. Meine Schachfiguren sind dann jetzt auch eingepackt. Jetzt muss ich nur noch ein Stück Stoff finden, was jetzt hier noch wieder drauf passt, damit das Schachbrett auch seinen Platz hier finden kann. Und dann ist die ganze Sache schon fertig. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann kann das Teil zu Weihnachten verschenkt werden. Ich finde, das ist eine coole Idee, zu Weihnachten mal ein Schachspiel zu verschenken und mit dem Karton zusammen. Der Karton hat mehr Arbeit gemacht als das ganze Schachspiel. Ja, aber so ist es passig und man kann das Teil einpacken und auch schön verschenken. Jetzt kann ich es einpacken und dann frohe Weihnachten euch allen.